Hallo zusammen, hier ist wieder Martin Hoffmann von Scientists for Future und heute begrüße ich Professor Höller von der Fachhochschule Oberösterreich. Er ist in Wels tätig und bevor wir zum Vortrag kommen, habe ich noch ein paar Sachen, Neuerungen, die dieses Semester betreffen, nachdem das jetzt wieder die erste Lectures for Future in diesem Semester ist. Hat man vielleicht gesehen, es gibt, ich habe jetzt immer noch dazu geschrieben, Lectures for Future JKU, weil entsprechend es natürlich nicht nur unsere Lectures for Future gibt, sondern österreichweit in Wien entsprechend auch Lectures for Future angeboten werden. Und mittlerweile haben wir das so gemacht, dass wir das Österreich auch ein bisschen koordinieren, also zumindest teilweise Vorträge sich überlappen. Und demzufolge gibt es immer so ein bisschen. Also wir machen das auch, versuchen das öffentlich zu machen und schauen, dass vielleicht andere das auch öffentlich auf den YouTube-Channel zum Beispiel hochladen können. Und noch eine Neuerung ist, wir haben jetzt Fragen, ist immer noch im Live-Chat, das schaue ich immer noch nebenbei drauf. Aber unten gibt es so menti.com eine Angabe, da kann man so einen Code eingeben und entsprechend auch Fragen stellen. Das sehen wir dann hier sofort und können das dann eventuell im Laufe des Vortrags oder am Ende beantworten. Und die, achso, und noch eine Neuerung entsprechend. Diesmal ist es wirklich auch eine Lehrveranstaltung an der JKU. Wir hoffen natürlich, dass wir von Scientists for Future das auch an andere Institutionen weiterbringen können. Also entsprechend werden wir zusehen, dass vielleicht im Sommersemester andere Institutionen in Oberösterreich auch so Lectures for Future anbieten können, dass man das vielleicht zusammen machen kann. Und das wäre eigentlich persönlich meine Hoffnung. Was gibt es noch Neues? Wir sind soweit, den Verein zu gründen, Scientists for Future Förderverein zumindest. Das ist also im Hintergrund auch die Strukturen aufbauen und entsprechend Spenden und so weiter besser verarbeiten können oder überhaupt annehmen können. Das war bisher auch immer schwierig. Es hatten vielleicht ein paar Leute diese Klimawoche auch gesehen. Ich fand es sehr spannend. Es waren sehr viele interessante Beiträge, die man auch jetzt immer auf YouTube noch anschauen kann. Wir sind noch nicht so weit gekommen, alles schön zurechtzuschneiden. Das wird sich wahrscheinlich jetzt im Semester noch ein bisschen ergeben. Aber an sich kann man sie alle schon anschauen. Das wird sicherlich auch nochmal interessant, wenn man das machen möchte. Und der nächste Vortrag ist dann, wie auch im letzten Semester, jeden zweiten Montag im Monat, also sprich am 9.11. ist der nächste Vortrag von Professorin Elke Schüssler. Und sie wird über Vorteile von Unternehmen, also wie der Business Case, das sollte man natürlich einfach mal anschauen. Da hatte ich schon mit ihr diskutiert, wie man das am besten nennt. Ich denke, das wird auch ein interessanter Vortrag im wirtschaftlichen Sinn, den Klimawandel zu betrachten. Und jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf den Vortrag von Professor Höller über die solare Revolution. Ja, schönen Abend an alle Zuhörer. Mein Name ist Robert Höller. Ich bin also an der Fachhochschule Oberösterreich am Campus Wels Professor für erneuerbare Energie seit circa 7 Jahren. Beschäftige mich auch hauptsächlich mit Photovoltaik und schon seit langem, eigentlich nicht erst seit 7 Jahren. Ich war vorher in einigen Firmen, unter anderem auch in einem großen Ingenieurbüro, wo wir weltweit große Photovoltaikanlagen geplant und simuliert haben und also in verschiedenste Projekte, eigentlich um den ganzen Globus. Mein Schwerpunkt war persönlich Balkan, Nordafrika, arabischer Raum. Da kann ich vielleicht gegen Ende des Vortrags noch ein paar Beispiele bringen. Was ich Ihnen hier erzähle, ist quasi so eine sehr kurze Fassung von Materialien, die mit meinen Studenten in mehreren Vorlesungen behandle. Also wir haben hier einerseits Grundlagenphotovoltaik als auch Advanced Photovoltaics für also Großanlagenplanung und auch, das geht sehr ins Engineering dann rein, aber auch, das hat sich entwickelt über das Interesse der Studierenden und Studenten im Bereich globale Energiepolitik. Es war sehr interessant. Also wir haben viele internationale Studierende, die sich dann auch immer wieder für politische Themen interessieren. Und die kommen aus allen möglichen Ländern, von Südamerika, Afrika, Asien. Und dann habe ich gesagt, auf Anregung der Studierenden, dass wir
mal eine Vorlesung über Geopolitik erneuerbare Energiestaaten. Und das war zum ersten Mal letztes Wintersemester. Und da werde ich auch ein paar Dinge einfließen lassen hier. Und also im Zuge einer über 10 Jahre Beschäftigung mit erneuerbarer Energie und vor allem Solarenergie möchte ich Ihnen so ein paar Kernergebnisse aus meiner Erfahrung mitteilen. Das heißt, einleitend in das ganze Thema brauchen wir kurz ein paar Basic Facts über überhaupt das Energiesystem weltweit. Wo stehen wir jetzt? Wie schaut es mit der fossilen Energie aus? Und quasi wie ist der Stand der Erneuerbaren derzeit? Und was für ein Potenzial hat Solarenergie? Dann meiner Meinung nach stehen wir gerade mitten in einer sogenannten Energietransformation in vielen Ländern der Welt und möchte Ihnen Fakten zeigen. Also das Ganze wird sehr faktenbasiert sein, wo wir jetzt stehen in dieser Transformation. Der Zustand der Erneuerbaren, jetzt vor allem Solarenergie, und dann möchte ich Ihnen noch abschließend, sofern Zeit ist, noch ein paar Beispiele aus meiner Praxis bringen. Also einleitend stehen wir jetzt derzeit, kann man sagen, wenn man sich die Fakten anschaut, die ich Ihnen dann zeigen werde, gerade wirklich in einem fundamentalen Wandel gerade. Und ich denke, gerade für die junge Generation jetzt, Studierende, ist das eine unglaublich spannende Zeit, meiner Meinung nach, weil die Energiewelt war jahrzehntelang quasi konstant, da hat sich nicht wenig geändert. Mit Ausnahme, es ist natürlich alles gewachsen, quasi der Verbrauch ist gewachsen und die Produktion ist gewachsen. Jetzt seit circa 10 Jahren, würde ich mal sagen, kommt es zu einem extrem starken Anstieg von Erneuerbaren und einem Transformationsprozess. Das hat mehrere Gründe, auf die ich auch eingehen werde. Einerseits, also der Hauptgrund ist die rapiden technologischen Änderungen der letzten 10, 20 Jahre in verschiedenen Bereichen der Energieforschung und der Energietechnik. Sowohl was also jetzt Solarzellen betrifft, aber auch Windenergie, dann auch jetzt seit noch kürzerem elektrische Autos, Wärmepumpen. Also in vielen Bereichen tut sich extrem viel gleichzeitig. Und das gekoppelt mit auch politischen Treibern im Bereich von jetzt Klima Agreements und so weiter. Und zusätzlich kommt noch dazu, als drittes Wesentliches ist das ganze Thema Digitalisierung, das das Ganze auch extrem pusht, muss man sagen, also aus mehreren Gründen. Also weil alles viel schneller geht und durch die Digitalisierung vereinfacht das den Prozess der Integration von Erneuerbaren ins Stromnetz. Ja, gegenwärtig, wie Sie sicher alle wissen, ist die Welt noch hauptsächlich fossilbasiert. Also wir werden noch immer politisch oder wie soll man sagen, wir stehen quasi noch im starken Einfluss der Länder im Mittleren Osten, die Ölreserven haben. Also nicht nur Mittlerer Osten, aber großteils Mittlerer Osten. Und dieser Wandel, der jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, technologisch passiert, hat dann in nächster Folge dann extreme geopolitische Auswirkungen. Wenn der Wandel weitergeht, dann wird es zu Verwerfungen kommen politisch. Das heißt, die jetzigen Exportländer werden Probleme kriegen, wenn sie nichts tun. Und für die Importländer wie Europa oder einige asiatische Länder wird das auch Einflüsse haben. Eher positive, wie wir sehen werden. Derzeit, quasi Status 2020, gibt es drei wesentliche Komponenten oder
Man sagt auch, dass quasi das Energiedilemma im Moment besteht, hat drei wesentliche Aspekte. Einerseits, dass wir immer noch einen Riesenanteil haben von fossiler Energie und Öl, also für Transport. Und dann zweiter Punkt, CO2 und Klimawandel. Und dritter wesentlicher Einflussfaktor, extrem steigende Nachfrage immer noch in der sich entwickelten Welt. Ja. Und komplizierend kommt dazu, dass die Energiewelt eine sehr langsame ist, wie ich schon erwähnt habe. Also das war jahrzehntelang, war das quasi ein extrem langsamer Technologiebereich im Vergleich zu anderen Dingen, wie zum Beispiel Computer oder vielen anderen Bereichen, ist die Energiewelt eine sehr langsame. Es hat sich aber jetzt dramatisch beschleunigt, wie erwähnt. Trotzdem geht es vergleichsweise langsamer im Vergleich zu jetzt anderen Bereichen. Und es gibt, also hier steht, ich muss mich übrigens entschuldigen, ich spreche Deutsch, aber meine Folien sind Englisch, weil bei uns sind auch, also ich habe das meiste Material heute halt nur mehr auf Englisch, dann hätte ich alles übersetzen müssen, es wäre schwierig gewesen. Aber ich glaube, es wird kein Problem sein. Also Change is hard heißt, da gibt es natürlich viele Kräfte, die auf dem Status quo beharren, die wollen nichts ändern. Und das macht die Transformation, also das ist ein Widerstandsfaktor gegen die Transformation. Dann kommt noch erschwerend dazu, dass die Zeit kurz ist, wie Sie auch sicher alle wissen. Wir müssen schnell was tun, um den Klimawandel, um gegen den Klimawandel wirklich was zu tun. Also wir können nicht jetzt noch Jahrzehnte warten, bis das endlich ein Durchbruch kommt. Und quasi, wie gehen wir damit um? Ein paar Daten zu dem Ganzen, was ich jetzt erzählt habe. Der Weltenergieverbrauch ist immer noch stark im Ansteigen. Das geht hier nur bis 2010. Mittlerweile sind wir bei über 600 Exajoule pro Jahr Energieverbrauch. Hat mehrere Gründe, weil natürlich gerade in Asien der Energieverbrauch immer noch sehr stark steigt, bei uns nicht mehr so. Also es geht immer noch weiter. Der Energieverbrauch wird noch steigen. Wie ich schon gezeigt habe, jetzt mit ein paar Daten hinterlegt. Wie man hier sieht rechts, wir sind jetzt 2020, man sieht, man hat immer noch einen Riesenanteil an fossiler Energie vom gesamten Energiesystem. Also Öl, Gas, Kohle, also die drei Blöcke. Öl hat, wie wir vorhin gesehen haben, also ca. 37%, also mehr wie ein Drittel ist Öl. Und dazu kommt noch Gas und Kohle. Und nur ein kleinerer Teil ist nicht, also quasi emittiert keine CO2-Emissionen, Nuclear, Hydro und Renewables. Hydro wird immer in der Energietechnik eigentlich immer separat betrachtet, nicht als Renewables. Das ist, weil es quasi traditionelle alte Technologie ist, wird dann meistens nicht bei den neuen Erneuerbaren dazugezählt oder zu den Erneuerbaren dazugezählt. Also man sieht einfach, wir haben noch immer noch einen Mega-Anteil an fossiler Energie und von dem Trend wegzukommen wird schwierig sein, trotz der bereits erwähnten Beschleunigung der Transformation. Hier ein paar Fakten vielleicht zum Nachlesen. Ich gehe jetzt nicht überall ins Detail ein. Zur Dominanz der Fossilen der letzten 50 Jahre, die extrem ungleiche Verteilung natürlich mit zwischen Exporteuren und Importeuren. Das mit vielen Problemen verbunden ist. Zum Beispiel diese berühmten Bottlenecks bei den Schiffrouten der Öltanker mit Ölverschmutzung und so weiter. Also, und möglicherweise Peak Oil. Das Thema Peak Oil möchte ich hier jetzt gar nicht diskutieren. Ist eine eigene Frage. Wann ist Peak Oil? Ist es schon überschritten? Auf jeden Fall klar ist, dass das Öl irgendwann einen Peak erreicht, früher oder später. Viele Geologen sagen, wir haben den Peak schon überschritten. Der war laut Aussage vieler Geologen 2015, ist eine große Frage. Ich bin selbst kein Geologe, möchte es auch jetzt nicht hier lang diskutieren. Früher oder später haben wir Peak Oil und wenn dann, also wenn wir erst mit dem erneuerbaren Energiesystem so weit sind,
nachdem der Peak überschritten wird, wird es zu großen Problemen kommen. Quasi können wir dann die Nachfrage oder die immer noch steigende Nachfrage decken, wenn aber die Ölversorgung sinkt, das könnte ein Riesenproblem werden. Schnelle Energietransformation in Richtung erneuerbares Energiesystem ist auch politisch ein quasi Anliegen in eine sichere Zukunft oder in eine friedlichere Zukunft, kann man sagen. Weil sonst kommt es unweigerlich wahrscheinlich zu sehr großen Verwerfungen. Ja, das ist jetzt ein Teil, ist aber, finde ich, doch spannend. Man hat jetzt, wer von Ihnen das verfolgt hat in den letzten Monaten, was mit dem Ölpreis passiert ist, das ist schon sehr spannend. Das sieht man einfach nur exemplarisch, wie politische Einflüsse, wie jetzt zum Beispiel Corona-Einfluss, Senkung des Verbrauchs weltweit, Einbruch des Ölpreises, drastisch innerhalb sehr kurzer Zeit, quasi weltpolitische oder andere Dinge wie jetzt zum Beispiel Corona, können innerhalb kürzester Zeit dramatische Einflüsse haben auf das Energiesystem. Wie man hier sieht, nur als exemplarisch, jetzt mit damals im März war das, Einbruch des Preises aufgrund sinkender Nachfrage wegen Corona, Verhandlungen zwischen Ländern wie Saudi-Arabien, Russland, auch Amerika und so weiter waren beteiligt, dann ein Trump-Tweet, der dann, wie man hier sieht, den Ölpreis wieder kurzfristig nach oben schnellen lassen hat. Jetzt hat sich der Preis dann auf ungefähr 40 Dollar eingependelt. Also quasi diese, was man hier sehen kann, ist diese drastischen Auswirkungen auf auch Volkswirtschaften aufgrund von politischen Ereignissen oder anderen Weltereignissen wie jetzt Corona. Und davor kann uns ein erneuerbares Energiesystem quasi, also jetzt nicht schützen, aber es macht uns resilienter, kann man sagen, gegen solche Dinge. Wenn der Anteil fossiler Energie runtergehen wird, werden solche Dinge weniger Auswirkungen haben. Und auch politische Einflüsse werden nicht mehr so einen großen Einfluss haben, weil dann die Länder selbst mehr produzieren und weniger von Exportländern abhängig sind. Also wir stehen quasi jetzt, das ist 2018, das hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren nicht so viel getan, wie man hier sieht, nochmal 80% fossile Energie am Endverbrauch. Erneuerbare, der Anteil erneuerbarer, jetzt traditionelle Biomasse ist das traditionelle Holzheizen in Entwicklungsländern und dann erneuerbare, wie man hier sieht, hier inklusive Hydro, moderne Renewables, Wind, Solar, wie man hier sieht, immer noch ein winziger Anteil am gesamten Energiesystem weltweit. Also wir liegen jetzt quasi mit den neuen erneuerbaren Technologien noch immer nur bei 2%. Hydro bleibt relativ konstant seit langem, also die großen Wasserkraftwerke weltweit. Und da tut sich auch relativ wenig. Hier haben wir die stärksten Änderungsraten bei den modernen Erneuerbaren, aber noch immer auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau. Ja, das war quasi bis jetzt mal so eine Zustandsbeschreibung. Wo sind wir? Was kann Solar, quasi das ist ja das Thema meines Vortrags, so die solare Revolution, wobei, jetzt möchte ich gleich dazu sagen, der Titel, den habe ich aus einem Buch aus den 90ern eigentlich übernommen, da gibt es ein Buch, das heißt die solare Revolution. Eigentlich wäre ein besserer Titel die solare Evolution, meiner Meinung nach, weil das Ganze ist kein revolutionärer Prozess, das ist ein evolutionärer Prozess. Also die Erfindung der Solarzelle war ca. 1955 und das ist ein, wie man sieht, eine graduelle Verbesserung, eine langsame Durchdringung des Energiesystems in einer evolutionären Art und Weise, nicht revolutionär, was auch meiner Meinung nach ohnehin besser ist und nachhaltiger ist, wie jetzt revolutionäre plötzliche Sprünge
Ja, nur ganz kurz, wer das nicht weiß, weil manche manchmal behaupten, naja, man kann das Weltenergiesystem ja ohnehin nie mit Solarenergie versorgen. Das ist ja viel zu viel Energieverbrauch. Diese 600 Exojoule kann man nie rein erneuerbar versorgen. Stimmt natürlich nicht. Die Grafik kommt sogar vom World Petroleum Council, wo man sieht, dass die Solarenergie circa einen Faktor 10.000, das 10.000-fache produziert, wie der jährliche Verbrauch weltweit der Menschheit an Energie. Also an dem kann es nicht liegen, an dem quasi solaren Input auf den Planet Erde. Das soll zeigen, wie groß wäre eine Fläche in der Wüste Sahara, um die Welt, die EU oder Österreich zu versorgen. Oder Entschuldigung, das wäre in dem Fall Deutschland. Also relativ vergleichsweise kleine Flächen, um die ganze Welt zu versorgen, wie man hier sieht. Trotz, also berücksichtigt hier ist bei so einer Rechnung der, quasi die ganzen Verlustmechanismen, aber nicht jetzt die Leitung von Afrika bis Europa. Ja, hier möchte ich nur zeigen, dass das Ganze mit der Solarenergie eigentlich so richtig erst seit dem Jahr 2000 losgegangen ist, circa, kann man sagen. Also hat mehrere Gründe. Also vielleicht, das finde ich wichtig, dass einem das bewusst ist, als auch vielleicht als Student, weil man oft sehr motiviert ist und enthusiastisch ist in gewissen Dingen. Die Solarzelle ist circa 1955 erfunden worden und es hat von 1955 quasi bis Ende der 90er bis 2000 gedauert, bis das Ganze wirklich Relevanz kriegt. Also es hat natürlich vorher auch schon Solarzellen gegeben, kleinen Maßstab. In Europa kann man sagen, seit den 80ern gab es erste Pioniere in dem Bereich. Vorher gab es also im Forschungsbereich beziehungsweise auf Satelliten im Weltraum gab es Solarpaneele, aber sehr, sehr teuer, quasi unerschwinglich für normale jetzt Hausbauer, die eine Photovoltaikanlage am Dach wollen. Richtig los ging es dann circa 2000 mit politischen Fördermaßnahmen in Europa. Das war im Wesentlichen Deutschland. Und dann sind einige Länder gefolgt. Und also da kam der richtig starke Anstieg. Und vielleicht, ich habe dann keine Folie mehr dazu. Erst und dann ab dem Jahr 2010, was dann hier nicht mehr dargestellt ist, ging es dann so richtig los. Also man muss, die Skala hier ist extrem gedehnt, deswegen, das ist natürlich auf sehr niedrigem Niveau. Es ist nur bis zum Maximum gedehnt. Ab dem Jahr 2010 ist dann die Produktion in China gestartet und dann ist der Preis rapid gesunken und dann ist wirklich, ist quasi der großkommerzielle Erfolg erst gekommen, ab dem Jahr 2010. Also seit 10 Jahren, muss man sich vorstellen. PV gibt es aber seit 60 Jahren circa. Also die Dinge dauern vom Labor, bis das großtechnisch im großen Maßstab umgesetzt wird und einen echten Impact hat in der Weltwirtschaft. Es dauert Jahrzehnte oft. Treibende Kräfte für diese Transformation, ich habe es eigentlich eh schon erwähnt, in der Einleitung, brauche ich jetzt nicht mehr, glaube ich, groß drauf eingehen. Also neben dem Klimawandel und auch Gesetzgebungsmechanismen weltweit, in verschiedensten Ländern der Welt, also Einspeisetarife und gesetzliche Erleichterungen und so weiter, sinkende Kosten, Technologie, Innovation, aber auch auf Firmenebene und Investorenebene gibt es eine unglaubliche Beschleunigung in den letzten Jahren. Also über Green Bonds und solche Dinge, dass also auch Investoren angeregt werden und das passiert auch, in Richtung grüne Investitionen. Und natürlich öffentliche Meinung hat auch einen wesentlichen Einfluss.
Das merkt man bei großen Firmen, wo ich Kollegen und Freunde habe, bei Energiekonzernen, die mir oft erzählen, dass die, also das ist nicht nur jetzt das Gesetz, was die antreibt, sondern die Öffentlichkeit hat da einen wesentlichen Einfluss. Und darf man nicht unterschätzen. Der Einfluss der, von gesellschaftlichen Strömungen auf Konzerne. Man glaubt, die lassen sich nur durch Gesetze ändern, aber das stimmt eigentlich nicht so. So, wie springe ich jetzt? Jetzt komme ich mir ins Detail in Richtung Photovoltaik. Das heißt, wo stehen wir jetzt? Wo werden wir uns hinbewegen? Welches Potenzial gibt es hier noch? Ja, hier sieht man jetzt die Ausbauzahlen ab 2004. Ich habe vorhin gezeigt, 2000 ging es ja los. Man sieht dann auf einer Skala jetzt bis 2018 ist es wieder ein total niedriges Niveau. Also das sind jetzt die kumulativen Auslieferungen von Produzenten weltweit kumuliert. Und man sieht die Länderanteile hier. Langsamer Anstieg dann ab dem Jahr 2000 und dann ab 2010 Einstieg der Chinesen, wie man sieht. Und dann, also der dunkelrote Bereich hier mit dramatischer Kostensenkung und wirklich starkem Anstieg. Und nur, dass man ein Gefühl kriegt, man liegt jetzt circa pro Jahr bei ungefähr 100 Gigawatt Produktion pro Jahr in der Größenordnung. Es ist riesig. Also wer für solche Zahlen kein Gefühl hat, also ein Atommeiler, jetzt ein Reaktorblock hat ungefähr ein Gigawatt. Das heißt, pro Jahr werden Leistungen in der Photovoltaik von ca. 100 Atomkraft, also Blöcken, jetzt nicht ganze Kraftwerke, aber einzelne Blöcke quasi produziert an Solarmodulen. Produktionskapazität ist noch höher, wie man hier sieht. Also man hat jetzt weltweit letztes Jahr 184 Gigawatt Produktionskapazität ausgeliefert wird, ist 2019, das ist hier nicht mehr drauf, 125 Gigawatt. Davon, das ist Dünnschicht Solarzellen, ungefähr ein Fünftel. Wo passiert das dann? Das waren jetzt Auslieferungen. Wo werden die Dinge installiert? Da sieht man jetzt quasi jährliche Zahlen und kumulative Zahlen. Wenn man links schaut, jährliche Zahlen. China produziert nicht nur, sondern installiert auch. Wie man hier sieht, jetzt in den letzten Jahren. Europäische Zahlen gehen eher zurück. Und das war mir noch wichtig, dass ich Ihnen zeige. Also die jetzt nur auf Europa bezogen, weil wir hier in Europa sind, finde ich das sehr interessant, das zu sehen. Seit dem Jahr 2000 bis 2015, die jährlichen Installationszahlen in den verschiedenen Ländern. Jetzt die wichtigsten Länder sieht man hier. Was ich hier spannend finde, ist Folgendes. Da gibt es zum Beispiel hier so in Rot, das ist Czech Republic. Und braun ist hier Spanien, nur als beispielhaft herausgegriffen. Man sieht, Spanien hat 2007 und dann vor allem 2008 war Nummer 1 in Europa. Und Tschechien 2009, 2010 war nicht Nummer 1, aber war ziemlich sichtbar, kann man sagen. Deutschland, jetzt in hellblau, ist hat bis ca. 2012 sehr viel gemacht und ist dann wieder schrittweise nach unten gegangen, ist jetzt auf sehr niedrigem Niveau leider und so weiter. Also Frankreich auch exemplarisch, 2011 sehr hohe Zahlen, geht dann wieder runter. Das zeige ich Ihnen nur deswegen, weil man sieht eigentlich die Problematik oft der erneuerbaren Energie, dass manche Länder das kurzfristig pushen durch irgendwelche politischen Maßnahmen, Fördermaßnahmen oder andere gesetzliche Maßnahmen und dann quasi auf Österreichisch von heute auf morgen das wieder abdrehen, wie zum Beispiel in Spanien,
2008, wegen einem Regierungswechsel 2008. Und dann muss man sich vorstellen, wie schwierig das ist für Firmen und für Unternehmen, die dann vielleicht Mitarbeiter aufnehmen, Kapazitäten aufbauen und so weiter. Und dann ist plötzlich 2009 ist das weg und es ist tot. Die ganzen Firmen gehen bankrott. Und das war in vielen Ländern so, leider, dass bis vor einigen Jahren das extrem politisch getrieben war, das Ganze. Also wenn es irgendwelche Fördermechanismen gab oder gesetzliche Maßnahmen, dann kam es zu einem Boom und man wusste nicht als Firma oder als Investor, traut man sich da jetzt hinzugehen, traut man sich zu investieren, weil es könnte ja ein Jahr später schon wieder weg sein. Das war wirklich über, wie man hier sieht, über einen langen Zeitraum sehr problematisch. Wir sind jetzt, wie ich Ihnen noch zeigen werde, Gott sei Dank ziemlich über diese Phase drüber. Also wir sind, was heißt wir, also die erneuerbare Energieszene oder vor allem die Photovoltaik ist über diese Phase großteils hinweg in den meisten Ländern der Welt. Also nicht mehr so abhängig von Politik. Außer, das möchte ich auch betonen, jetzt am Beispiel Spanien, das als südeuropäisches Land sonnig ist und eigentlich sehr gute Bedingungen hat, ist die Photovoltaik schon extrem wirtschaftlich. Trotzdem hat beispielhaft Spanien die Politik noch einen großen Einfluss, weil durch zum Beispiel Strafsteuern oder andere Erschwernisse, also zusätzliche quasi Hürden, die einem in den Weg gelegt werden, kann die Politik das wieder künstlich abdrehen, wenn sie will. Das passiert auch immer wieder in einigen Ländern der Welt, dass quasi die Politik sagt, aufgrund von Einflüssen von vielleicht fossilen Lobbys, die sagen, die Photovoltaik wächst uns zu stark, die nimmt uns unser Geschäft weg, das müssen wir jetzt einbremsen. Weil wenn wir nichts tun, dann quasi sind wir in 5 bis 10 Jahren quasi kein Geschäft mehr, als zum Beispiel Atomkraftwerkbetreiber oder als Kohlekraftwerksbetreiber. Gibt es immer wieder Fälle, dass mit Strafsteuern die erneuerbare Energie so stark besteuert wird, dass sie nicht mehr rentabel ist. Das gibt es auch. Ich könnte Ihnen einige Beispiele nennen, wo das passiert ist. Also nur prinzipiell, das ist auch, finde ich, wichtig zu verstehen. Grundsätzlich sind wir mittlerweile im Jahr 2020 eigentlich in den meisten Regionen der Welt absolut wirtschaftlich mit der Photovoltaik, ohne irgendwelche Förderungen noch zu brauchen. Das ist jetzt ein Detail vielleicht für einige, die sich in dem Bereich besser auskennen, vielleicht nur kurz, kann man dann noch vielleicht sich nach meinem Vortrag in Ruhe anschauen, wer Interesse und Lust hat. Das soll zeigen, die Einstrahlung in dem jeweiligen Standort, zum Beispiel, nehmen wir beispielhaft Kalifornien, der Punkt hier, die Größe des Punktes zeigt die Marktgröße an, also Size of Electricity Market in Terawattstunden pro Jahr, die Marktgröße, auf der X-Achse der spezifische Ertrag pro Jahr, das heißt, sonnige Länder haben einen sehr hohen Ertrag hier, pro installierter Leistung, und auf der Y-Achse die also der Strompreis für die Haushalte in Dollar pro Kilowattstunde. Das heißt, ein Land, das hier weit oben ist, wie zum Beispiel Italien, hat relativ gute Einstrahlung und einen sehr hohen Strompreis. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik ist frühzeitig schon relativ gut. Also hohe Einstrahlung, hohe Produktion, hoher Strompreis, dann konkurriert die Photovoltaik natürlich leichter. Und frühzeitig. Die Grafik ist nicht ganz jung, die ist 2008, hat sich aber prinzipiell nicht geändert. Das war im Jahr 2008 quasi, war nur, wie man hier sieht, ein Land wie Italien war damals schon wirtschaftlich in der Photovoltaik. Also Photovoltaikanlagen waren damals schon quasi kompetitiv, haben konkurrieren können gegen traditionelle Energieformen. Und damals noch zum Beispiel in Finnland, Schweden war noch komplett unwirtschaftlich. Das Bild hat sich jetzt gewandelt. Also weil die Kosten sind so gesunken, dass
auch bei einer schlechteren Einstrahlung und auch bei einem niedrigeren Strompreis im Land, es mittlerweile wirtschaftlich ist. Und der Titel heißt ja die Solare Revolution, wo ich schon gesagt habe, ich würde lieber jetzt eigentlich Evolution verwenden. Die Grafik finde ich sehr interessant, wenn man es nicht kennt. Man sieht hier in einem beispielhaften Jahr, in den letzten Jahren, das ist aber jedes Jahr relativ ähnlich, in den letzten Jahren, die also neue Anlagen am Netz in blau und abgeschaltete Anlagen in rot. Europaweit. Das ist also alle europäischen Länder gesammelt. Das sieht man, wo werden die meisten Kraftwerke gebaut und wo werden sie am meisten abgebaut. So, Photovoltaik ist in den ganzen letzten Jahren immer Nummer 1. Windenergie ist Nummer 2 oder 3. Ist auch nicht schlecht. Wind schwankt in letzter Zeit stark wegen aus politischen Gründen und quasi gibt es Genehmigungsprobleme mit Windkraftwerken. Das Problem hat Photovoltaik nicht so, Gott sei Dank. Deswegen haben wir hier eigentlich immer sehr hohe Ausbauzahlen. Kohle und Gas wird ziemlich viel also dekommissioniert. Leider auch in einigen Jahren, aber das schwankt, werden auch immer wieder neue Kohlekraftwerke ans Netz gebracht. Und auch Gas, nur muss man dazu sagen, das sieht man hier nicht in der Grafik. Wenn ein neues Gaskraftwerk ans Netz geht, heißt das nicht, dass das jetzt das ganze Jahr durchläuft. Weil Gas, also Strom aus Gaskraftwerken, vergleichsweise sehr teuer ist, Photovoltaik aber mittlerweile viel günstiger ist wie Gas, sinken die, man sagt, die Volllaststunden pro Jahr. Also sind in den letzten Jahren dramatisch gesunken. Das heißt, auch wenn die Kapazität am Netz ist von Gaskraftwerken, gehen sie immer weniger in Betrieb, also oder laufen weniger Stunden pro Jahr und emittieren damit auch weniger CO2, logischerweise. Bei Kohle ähnlich. Nicht so extrem wie Gas, aber auch. Also haben vielleicht einige verfolgt, dass die großen Diskussionen zur Inbetriebnahme von neuen Kohlekraftwerken in Deutschland. Also das ist dann heiß politisch diskutiertes Thema. Aber also was ich hier nur im Wesentlichen zeigen wollte, ist, Photovoltaik ist seit einigen Jahren meistens die Nummer 1 in Europa und auch weltweit bei den Ausbauzahlen. Ja, das zeigt jetzt noch weltweit die den Kapazitätsausbau von Erneuerbaren insgesamt und die nicht erneuerbaren wieder zurückgehen. Der Schnittpunkt war so circa 2012 und das ist jetzt noch weitergegangen. Also wir haben seit 2012 eigentlich eine Trendwende erreicht oder einen Schnitt quasi. Wir sind jetzt mit Erneuerbaren immer weiter vorn und nicht erneuerbare werden auch oft schon abgebaut. Auch zum Beispiel Atomkraftwerke werden ja auch ja, das ist ein komplexes eigenes Thema, möchte jetzt nicht darauf eingehen. Ja, werden immer wieder gebaut, aber nicht bei weitem nicht in so großen Zahlen wie jetzt Erneuerbare. Ja, da sieht man, vielleicht wenn Sie zurückdenken an meine vorherigen Abbildungen 2010, dann starker Anstieg Photovoltaik, auch Preisreduktion sehr stark. Genau in der Phase 2010, 11, 12 kam es zu dem massiven Einstieg der Chinesen in die erneuerbare Energie. Nicht nur Photovoltaik, auch Windenergie. Damit dramatische Kostenreduktion und einen sehr starken Ausbau weltweit. Ich werde ein paar Dinge überspringen aus zeitlichen Gründen. Interessant ist natürlich, kurz zu sagen, die Energieimporte und Exporte, wenn wir immer mehr Energie mit erneuerbaren Energie im eigenen Land produzieren, hat das natürlich für uns als in Österreich jetzt volkswirtschaftlich
gute Auswirkungen, weil wir weniger natürlich Geld zahlen an Energie, an Ölexporteure. Also volkswirtschaftlich ist es auf jeden Fall gut für ein Land wie Österreich. Und also insgesamt für die Handelsbilanz. Der Unterschied, das ist von der Energy Agency, insgesamte Handelsbilanz, und wenn man das Öl rausrechnet, dann wären wir bei Weitem positiver. Und das heißt, auch volkswirtschaftlich gesehen, mehr Arbeitsplätze im Land, weniger Zahlen an Energieexporteure. Für uns sicher sehr positiv. Für Ölexporteure schaut es natürlich ganz anders aus. Zum Beispiel Saudi-Arabien. Also wenn die nicht strategisch sich diversifizieren und ausbauen und weg vom Öl kommen, werden die früher oder später Probleme kriegen. Und das wissen die Saudis auch. Ich habe selbst war selbst involviert in Projekten in Saudi-Arabien im Bereich solare Energie. Also da wird im Moment sehr viel investiert, weil die wissen, das hat jetzt langfristig keine Zukunft. Führt dann zum Beispiel zu der Tatsache der sogenannten Stranded Assets auf Englisch. Da fällt mir jetzt gar kein gutes deutsches Wort ein. Also quasi Investitionen in Anlagen, wie zum Beispiel ein beispielhaftes Gaskraftwerk in Europa, das dann nicht in, sagen wir so, nicht genügend Betriebsstunden zusammenkriegt und dann für den Investor ein massives Defizitgeschäft sein kann. Also das quasi, wenn man jetzt hunderte Millionen investiert in fossile Infrastruktur, muss man mit dem Risiko leben als Firma und als Investor, kann ich das Ding in den nächsten 30 Jahren überhaupt betreiben, dass das wirtschaftlich ist. Und deswegen gibt es im Moment quasi in Europa fast keine Firmen mehr, die sich überhaupt trauen, sowas zu bauen. Und es hat Auswirkungen auch auf die ganze Energietechnik und auf die Branche, auf die Firmen, ne? Wo gibt dann auch Experten, die in dem Bereich arbeiten, klarerweise. Ja, so viel zu dem Thema fossile Energie. Und jetzt noch quasi der wesentliche Treiber für diese Transformation und die, warum ich glaube, dass die Solarenergie ja in den nächsten, also in den letzten Jahren schon, aber noch viel stärker ansteigen wird, wie vielleicht nicht allen bewusst ist. Also man sieht hier von 2014 bis letztes Jahr, also relativ neue Zahlen, die Levelized Cost of Electricity, das ist auf Deutsch die Stromgestehungskosten, also wie viel kostet eine produzierte Kilowattstunde aus einem solaren Kraftwerk in verschiedenen Ländern der Welt. Also man sieht hier, also wie man das genau rechnet, das wäre jetzt, da bräuchte man mehr Zeit dazu. Im Prinzip kann man aus Verträgen, die öffentlich zugänglich sind, sogenannte Power Purchase Agreement Verträge, also Stromabnahmeverträge, kann man rückrechnen auf die Stromgestehungskosten und sieht dann über die letzten Jahre, von 2014 bis jetzt, die starke Reduktion der Stromgestehungskosten. Und man liegt jetzt mit Photovoltaikkraftwerken, also Großkraftwerken, in sonnigen Ländern, wie man hier sieht, so 2 bis 4 Cent, Dollar-Cent pro Kilowattstunde. Das sind extrem niedrige Zahlen. Wer dann Vergleich hat, vielleicht mit anderen Dingen, es gibt quasi im Moment, oder es gibt nichts Günstigeres. Also auch große Laufkraftwerke sind teurer, Windkraftwerke sind teurer, Kohle sowieso, Atom kostet x-faches. Das heißt, ohne Förderungen, das sind reine Stromgestehungskosten, sind mittlerweile auf einem extrem niedrigen Niveau, wer da einen Vergleich hat. Also das waren Zahlen, die sind vor wenigen Jahren noch
quasi wie man auch hier sieht, zum Beispiel 2014, da waren wir noch irgendwo weit, also zwischen 10 und 20 Euro Cent pro Kilowattstunde. Mittlerweile liegen wir auch in Österreich ungefähr bei 3 Euro Cent pro Kilowattstunde Produktionskosten bei Großanlagen. Das ist extrem, extrem günstig. Auch die, quasi wenn man sich jetzt eine Anlage kauft als Häuselbauer, ist man mittlerweile bei ungefähr 1000 Euro pro Kilowatt. Man sieht da in den letzten 20 Jahren, wie stark da die Preise gefallen sind in verschiedenen Ländern. Also auch exemplarisch Deutschland, Japan, USA gibt es Unterschiede aus mehreren Gründen. Also Europa ist interessanterweise immer ziemlich günstig. Österreich ist Spur teurer wie Deutschland. Aber wir liegen jetzt auch ungefähr bei 1000 Euro pro Kilowatt. Ich springe jetzt auch. Warum ist das möglich überhaupt? Wie gibt es das? Dass man so starke Kostenreduktionen erreicht hat in der Photovoltaik. Man sieht hier, der Modulpreis mit über kumulative globale installierte Kapazität, also wie viel Megawatt sind installiert worden über die Jahre, kumulativ, versus mittlerer Preis der PV-Module weltweit. Man sieht da den Vergleich zwischen Silizium-Solarzellen in Blau und Onshore-Wind und auch Offshore-Wind. Und lange Zeit war Wind viel günstiger wie Photovoltaik, weil man muss denken, ist eine doppellogarithmische Skala. Also ist ein relativ großer, also ein ziemlich großer Unterschied. Mittlerweile ist Photovoltaik günstiger wie Wind. Das sieht man hier jetzt nicht so gut, aber weil die Grafik nicht ganz neu ist. Sieht man aber dann hier. Also hier sieht man jetzt nur die Photovoltaik-Lernkurve. Also wieder kumulative Auslieferungen weltweit versus Verkaufspreis von PV-Modulen. Das folgt einer sogenannten Learning Curve. Das ist eine Gerade auf einer doppellogarithmischen Skala, wie man hier sieht. Also angenäherte Gerade, also Fit-Gerade. Hier gab es einen Materialengpass damals, in den Jahren 6 bis 10 circa, Siliziumengpass, deswegen weg von der Gerade, also leichte Ausbeulung quasi hier. Jetzt sind wir unterhalb dieses Langzeittrends, weil derzeit ein Überhang ist in der Produktion gegenüber der Abnahme seit ein paar Jahren, wegen extremer Kapazitätsausbauten in Asien und sogar weniger Abnahme wie Verkauf. Deswegen liegen wir jetzt unterhalb des Langzeittrends, interessanterweise. Hier steht noch, kann man jetzt in die Details gehen, warum, was sind die Hintergründe die technischen Hintergründe dieser starken Preisreduktion. Hat eine Menge Gründe, jetzt in der Waferproduktion, Automatisierung und so weiter. Also unglaublich in den letzten Jahrzehnten, was hier passiert ist. Zusätzlich kommt dazu, dass die Zellen immer besser werden im Wirkungsgrad. Und das heißt, hier sind verschiedene Technologien dargestellt. Kristallines Silizium, Cadmium-Tellarid ist die wichtigste Dünnschichttechnik am Markt. Amorphes Silizium ist quasi nicht mehr wirklich nur mehr für Kleinanwendungen üblich jetzt, für Taschenrechner und so weiter, weniger für Großanlagen und so weiter. Also gibt es einige neue Technologien, wie zum Beispiel Perovskit, die ist seit einigen Jahren jetzt, wird sehr viel geforscht im Bereich Perovskit. Liegt mittlerweile auch bei ca. 20% Wirkungsgrad. Und das heißt, stetige Verbesserung der Wirkungsgrade mit der klassischen Silizium-Solarzelle liegt man jetzt bei ca. 26% im Labor. Quasi schon am theoretischen Maximum, das überhaupt möglich ist, halbleiterphysikalisch. Also einerseits jetzt quasi in der Produktion diese Punkte, die ich vorher erwähnt habe,
die starke Kostenreduktion in der Produktion der Wafers und der Solarzellen plus Verbesserung des Wirkungsgrads. Es hat andere Gründe wieder im Bereich Halbleiterphysik. Dann könnte ich jetzt noch über verschiedene quasi Entwicklungen in der Photovoltaik ins Detail gehen, möchte aber auch aus Zeitgründen jetzt nicht tun. Wir haben jetzt nur noch circa 10 Minuten, knappe 10 Minuten. Vielleicht ein paar ausgewählte Themen, die gerade spannend sind. Es gibt jetzt seit 1-2 Jahren, also oder wird es, kommt immer mehr auf den Markt, sogenannte bifaziale Module, die das Licht sowohl von hinten als auch von vorn verwenden. Das war bis vor kurzem noch relativ teuer. Das gibt es zwar auch schon seit ca. 30 Jahren quasi im Labor, also, aber jetzt wirklich relevant wird es erst seit sehr kurzem, ich würde sagen seit 1-2 Jahren. Es wird meiner Meinung nach einen riesen Impact haben auf die ganze Solarbranche wieder. Und weil je nach Bodenreflexionsgrad man hier mehr Erträge im Bereich 15-20% erreichen kann. Bei normalen Untergrund, wie zum Beispiel Gras, ist es nicht zu viel, da liegt man bei ungefähr 5%. Also 5% mehr Ertrag übers Jahr, mit aber nur mehr Kosten der Module von einigen wenigen Prozenten, also unterhalb von 5%. Also ja, das heißt, der Knackpunkt, wie das wirtschaftlich ist mittlerweile erreicht, auch bei jetzt nicht hochreflektierendem Untergrund. Also mehr Ertrag energetisch ist höher, wie die Mehrkosten höher sind. Dann ein anderes Thema jetzt von den quasi, was in den letzten Jahren immer mehr diskutiert wird und wahrscheinlich auch immer mehr kommen wird, ist das Thema Agrophotovoltaik, weil ein quasi Problem oder soll man sagen, ein Thema, das die Photovoltaik auch hat, ist natürlich Landverbrauch, wenn man in die grüne Wiese geht und man möchte ja nicht das ganze Land zupflastern mit Photovoltaik. In Österreich ist es ja so, dass die Politik überhaupt oder sagen wir mal die Genehmigungsbehörden in den Ländern ohnehin sehr schwer Freiflächenanlagen genehmigen. In Österreich wird ja fast nur auf Dach gebaut. Ist jetzt gerade mit dem neuen Erneuerbaren Ausbaugesetz in Diskussion, ob das auch mehr erlaubt wird in der Freifläche. Man wird sehen. Agrophotovoltaik ist hier eine mögliche Kompromisslösung oder eine Möglichkeit, um sowohl Landwirtschaft zu ermöglichen als auch Photovoltaik. Also man quasi verbaut nicht die Länder und die dann nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen, sondern man hat eine Doppelnutzung. Da gibt es seit einigen Jahren jetzt intensive Forschung in dem Bereich. Die Pioniere waren hier das Fraunhofer ISE schon seit erste Publikation so in den 80ern zu dem Thema. Hat auch wieder 20, 30 Jahre gedauert, bis das da wirklich was weitergeht. Seit einigen wenigen Jahren wird da hier sehr intensiv geforscht. Also es gibt jetzt schon eine Menge Arbeiten. Wir haben hier auch schon mehrere Projekte gemacht zu dem Thema bei uns an der FH Oberösterreich. Doppelnutzung, wie schaut es aus mit dem Einfluss auf die Vegetation, also auf die Pflanzentypen in der Landwirtschaft? Wie kann man hier ideale Doppelnutzung erreichen? Also um quasi ideale Landnutzungseffizienz zu erreichen. Das hängt dann natürlich auch vom Klima ab. Also ein Land wie Österreich ist was anderes, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in trocken, aride Regionen gehe, in Nordafrika zum Beispiel. Da hat sowas noch mehr Potenzial, weil ich das Mikroklima auch beeinflusse und durch die Verschattung, also die Teilverschattung dort sogar positive Einflüsse hat aufs Pflanzenwachstum, wenn das nicht total austrocknet, quasi durch die starke Sonne. Also quasi in trockeneren Regionen der Welt hat es noch mehr positiven Effekt wie in gemäßigten Zonen. Ja, da gibt es ja mittlerweile einige Versuchsanlagen und schön langsam kommen auch kommerzielle Projekte. Das steht noch sehr in den Anfangs
der Anfangsphase. Ja, kann man schon sagen. Es gibt eigentlich einige Versuchsanlagen, aber noch nicht wirklich großkommerziell. Und jetzt noch zum Abschluss in den letzten paar Minuten Projekte, in die teilweise ich involviert war, nur dass Sie sehen, was passiert so jetzt weltweit. Das war ich jetzt nicht persönlich involviert, aber das zeige ich Ihnen nur deswegen, weil das war ein Meilenstein in Europa. Das war damals, circa 2012 bis 2013, das größte Freiflächenprojekt in Europa, also ehemalige DDR, um einen Militärflughafen gebaut, quasi so eine Art Brachland ist da verwendet worden. War damals wirklich ein Meilenstein auch in der Ausführung, quasi für die Baufirmen, wie schnell kann man überhaupt so große Photovoltaikanlagen bauen, wie viel Flächenverbrauch und so weiter. Man hat das Ding in 5 Wochen gebaut, wie man hier sieht, mit 2000 Bauarbeitern, weil Vorteil der Freiflächenphotovoltaik ist, man hat ja im Gegensatz zu einem zum Beispiel Kohlekraftwerk, wo auf engstem Raum die Bauarbeiter tätig sind und die Installateure, ich kann nicht 2000 Bauarbeiter in ein Kohlekraftwerk reinschicken, das geht aus Platzgründen gar nicht. Das Platzproblem gibt es bei Photovoltaik nicht. Ich kann die auf das ganze Feld verteilen und wenn ich einen Zeitdruck habe, das, um fertig zu werden, kann ich das extrem beschleunigen, wenn ich möchte. Das Projekt war ich involviert, das war damals das größte der Welt in Dubai, in der Wüste. Also hier ist eine Karte von Dubai, hier ist die Küste, die Stadt Dubai, das ist hier in der Wüste. 5000 Megawatt, also 5 Gigawatt insgesamt. Wir haben damals die ersten 13 MW Pilotanlage plus das ganze Konzept für die ersten 1000 Megawatt gemacht. Das war damals auch ein Meilensteinprojekt. Zum ersten Mal unter $3 pro Kilowattstunde Stromgestehungskosten. Also man sieht die Reduktion von ursprünglich 2017 waren es noch 5,6 Cent und ging dann innerhalb kürzester Zeit schon auf 3 Cent runter, aber mit dem nächsten 800 Megawatt Block Phase 3. Also das war auch eine Phase in der Photovoltaik, so zwischen 2013 bis 2018, wo es zu, wie Sie vorhin schon gesehen haben, zu diesen drastischen Kostenreduktionen kam. Ein insofern auch interessant, mitten in der Wüste, also diese extremen Wüstenbedingungen mit hohen Temperaturen, 50 Grad im Sommer, wie kann man das überhaupt technisch lösen mit Netzanschluss und so weiter. Dann gibt es eine Menge Probleme mit Sand. Es war ein ziemlich spannendes Projekt. Also die Pilotanlage, die man hier sieht, dann als Bild, Luftaufnahme, das war ich involviert und das ist dann die Phase 2, die 200 Megawatt, auch fertig gebaut. Und ja, nur ganz kurz, wie schon erwähnt, Saudi-Arabien ist im Moment auch investiert, riesige Summen, $200 Milliarden haben die vor, gemeinsam mit Japan zu investieren. Dann auch Amerika ist extrem aktiv mit Riesenanlagen im Südwesten der USA. Zum Beispiel große Firmen wie Google und so weiter oder auch die US Army versorgt sich mittlerweile mit Strom aus Photovoltaikkraftwerken. Also nicht nur, weil sie so umweltfreundlich sind, sondern weil es auch günstiger ist und auch quasi sichere Energie ist im Land. Also rein über Solarenergie, ich brauche nichts importieren oder bin von niemandem abhängig. Das war ein Projekt in Japan 2013, auch sehr interessant. Meines Wissens nach, ich glaube, das erste damals, das ins Meer rausgebaut wird. Japan hat Platzprobleme auf der Insel oder auf den Inseln. Dann auf künstlich aufgeschütteten Inseln gebaute PV-Anlagen. Gibt es auch schon mittlerweile schon mehrere, auch in China. Und China ohnehin ist unglaublich aktiv, wie Sie ja gesehen haben in den Ausbauzahlen. Da werden ja jetzt am laufenden Band Anlagen über 1000 Megawatt ans Netz gebracht.
Ja, damit möchte ich abschließen, noch circa einer Stunde. Also um es kurz zusammenzufassen, man hat jetzt in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, einen wahnsinnigen Beschleunigung gesehen in der erneuerbaren Energie und speziell in der Photovoltaik mit sehr starkem Anstieg der Ausbauzahlen und am technologischen Fortschritt. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch jetzt 2-3% am Weltenergieverbrauch. Also immer noch auf einem extrem niedrigen Niveau. Das heißt, wir müssen noch viel mehr tun. Aber ich denke, wir sind jetzt mit den erreichten Preisen, wie Sie gesehen haben, mit diesen extrem günstigen jetzt oder überhaupt günstigsten in der gesamten Energietechnik vorhandenen Stromgestehungskosten, sind wir mittlerweile so weit, dass es eigentlich fast nichts mehr kann, was die Photovoltaik stoppen kann. Außer es kommt zu, wie schon erwähnt, Strafbesteuerungen in Ländern, die es unbedingt stoppen wollen. Ansonsten denke ich, stecken wir jetzt in einer extrem spannenden Transformation drinnen des Energiesystems. Ja, das war's. Vielleicht noch, wer sich interessiert, Literaturempfehlungen. Das ist vielleicht für Leute, die sich auch ein bisschen historisch interessieren, über Energie und Zivilisation, also ein bisschen historisch betrachtet, Wandel des Energiesystems über die Jahrhunderte, finde ich persönlich sehr spannend. Ja. Dankeschön. Und ich würde mich freuen, wenn es Fragen gibt. So, vielen Dank. Ich bin wieder zurück. Eine Frage ist zum Beispiel, mit welchem Preis pro installierten Kilowatt können chinesische Anbieter in den Markt eintreten? Sind sie inzwischen unter 500 Euro pro Kilowatt? Was ist ein PKWP? Achso. Kilowatt-Peak. Ja. Ja. Mhm. Anlagenkosten jetzt, ja, kann man unter 500 Kilowatt pro 500 Euro pro Kilowatt-Peak ist möglich, ja. Okay. Also jetzt ist der gesamte Anlagenpreis, das muss jetzt, müssen auch jetzt keine Chinesen sein, das ist auch in Europa möglich. Mhm. Okay, Helwin, du bist online, Video. Ja. Hallo? Hallo, du hast eine Frage? Ja, im Grunde, weil Sie die Gestehungskosten für den Photovoltaikstrom angesprochen haben. Ich beschäftige mich gerade momentan mit einem Projekt, wo es in Richtung Stromversorgung von der Föst geht. Die Stahlindustrie behauptet, sie bräuchten also Strompreise in der Größenordnung 2-3 Cent pro Kilowattstunde, damit sie beispielsweise, wenn die Föst jetzt dieses H2-Future-Projekt, dieses Wasserstoffprojekt vorantreiben würde, langfristig wirtschaftlich wären. Würden Sie argumentieren, dass wir das in Österreich schaffen könnten, wenn wir beispielsweise jetzt Agrophotovoltaik mit in den Topf werfen? Also würden wir es schaffen, mit der heimischen Produktion auf diese 2-3 Cent zu kommen? Mit Agrophotovoltaik? Mit Agrophotovoltaik, ja. Also Agrophotovoltaik ist im Moment noch teurer. Das ist das Problem. Also bei ich würde es nicht als Problem bezeichnen. Die Agrophotovoltaik steht noch in den steckt noch in den Anfängen, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es noch nicht so viel Erfahrung und es ist teurer, weil die diese Mounting Structures auf Englisch, also diese Montagesysteme angehoben sind und teurer sind. Also da erreicht man sicher nicht 2-3 Cent pro Kilowattstunde. Da ist man eher, würde ich mal sagen, bei 5-6 in der Größenordnung Euro Cent pro Kilowattstunde. Aber mit normalen, klassischen Großanlagen ist man jetzt bei unter 3 Cent pro Kilowattstunde. Also 2 ist unrealistisch. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich gerade in einige Projekte involviert bin. Das Beste, was man jetzt im Jahr 2020 erreichen kann, das ist knapp unter 3. Aber 2 wäre schon, muss man sich vorstellen, das ist noch mehr, ein Drittel weniger. Ja, das ist derzeit noch unrealistisch.
Das heißt, im Endeffekt bei einem Projekt, das wir da gerade gestartet haben, ist es eh quasi das Ziel, einmal so viel wie möglich der Dachflächen von Linz oder halt im Umland zu bekommen, damit man quasi da mal irgendwie die, im Endeffekt den Linz, vom Linzer Solarkataster, da gibt es ja irgendwie eine Summe, wo irgendwie 1,5 bis 2 Terawattstunden von den Linzer Dachflächen runter möglich wären. Für die 30 Terawattstunden, die die FÖS bräuchte, wären das halt mal, weiß nicht, 7%, 8%. Mhm. Aber man müsste halt dann trotzdem irgendwann mal in die Fläche gehen. Und ob diese Fläche in Österreich, ob wir die Fläche in Österreich nutzen sollten oder ob wir für die Stromversorgung von der FÖS eher in den Süden gehen sollen. Das ist die Frage. Also, nach dem, was Sie gesagt haben, würde ich einfach mal daraus schließen, dass es Sinn macht, in Österreich in die Fläche zu gehen. Das ist jetzt eine lange Frage und da könnte man jetzt auf mehrere Punkte drauf eingehen. Also einerseits, wenn man jetzt verteilt, wie zum Beispiel in Linz, viele Dächer verwendet, dann wird man sicher auch nicht solche Preise erreichen, weil das Problem ist, das ist dann kleinteilig und da kriegt man nicht solche Preise zusammen. Also ich bin ja auch in der Praxis, ich habe auch Ingenieurbüro, ich plane auch wieder praktische Anlagen und kenne dadurch auch die ganzen praktischen Probleme und Preise. Also bei Anlagen jetzt auf Häusern hat man ganz andere Preise wie bei großen Freiflächenanlagen. Und da hat man dann sicher auch nicht diese Stromgestehungskosten um die 3 Cent. Da ist man auch eher, wenn es gut geht, in Richtung 5 Cent, wenn nicht über 6 bis 7 Cent, würde man sagen, bei Dachanlagen so Größenordnung 10 bis 20, 30 kW. Weil einfach Kleinanlagen sind immer teurer, logischerweise. Ja, ich meine, die Diskussion kenne ich hier. Ja, das heißt, da kommt man dann auf keinen Fall in solche Größenordnungen. Also diese Preise kommt man, wenn man mal in Richtung 10 Megawatt kommt. Helvin, hast du noch weitere Fragen? Sonst würde ich, kannst du da... vielleicht die Frage noch mit den Freiflächenanlagen, Freifläche in Österreich. Das ist ein, sagen wir mal, sehr heikles Thema in Österreich, weil, wie ich kurz erwähnt habe, die Länder in Österreich, also die Bundesländer, Freiflächenanlagen nicht gern sehen. Also und das heißt, die Genehmigungen in den Landesregierungen sind sehr schwierig bis unmöglich. Also es ist schwierig, Genehmigungen zu kriegen. Deswegen gibt es in Österreich ganz, ganz wenige Freiflächenanlagen im Gegensatz zu anderen Ländern. Also es wird auch, das ist die Frage jetzt mit dem neuen Gesetz, das jetzt als Draft vorliegt, das Erneuerbare Ausgabegesetz, könnte sich das ändern? Werden wir sehen, wie dann die finale Version des Gesetzes ausschaut. Aber ich denke, in die grüne Wiese, quasi in landwirtschaftliche Flächen, das wird auch in den nächsten Jahren ganz, ganz schwierig sein. Eher in so, sagen wir mal, Brachflächen oder sogenannte Brownfields, sagt man da. Ja. Also Industrieflächen. Immer vor kurzem erst im Büro Achleitner diskutiert. Ja, es ist in Österreich heikel. Ja, ich mute mich da mal und hätte später auf jeden Fall noch Fragen, aber danke mal für die Antworten. Was haben wir noch an Fragen? Also wie sieht es aus mit solarthermischen Großkraftwerken? Solarthermische Großkraftwerke habe ich mich auch schon intensiv beschäftigt. Ich habe mal einen 50 Megawatt entwickelt vor circa 10 Jahren. Wäre jetzt eine eigene Vorlesung zu dem Thema solarthermische Großkraftwerke. Um es kurz zu sagen, circa im Jahr 2010 waren die Stromgestehungskosten vergleichbar mit Photovoltaik. Das war damals ziemlich gleich, also auf selben Level. Die PV ist dann dramatisch günstiger geworden, die Solarthermie aber nicht, also die solarthermischen Kraftwerke. Das heißt, im Moment oder derzeit, seit einigen Jahren, ist es sehr schwierig, in der Solarthermie Kraftwerke zu bauen. Nur in Ausnahmefällen. Also wenn man zum Beispiel in Abu Dhabi oder Dubai wird wieder eines konzipiert jetzt, wenn man zum Beispiel 24 Stunden Strom will, da brauche ich mit Photovoltaik einen großen Speicher. Das sowas geht mit solarthermischen Kraftwerken besser, weil da gibt es Methoden, also mit Salzspeichern, da geht es besser und einfacher und auch günstiger derzeit. Das heißt, wenn die Auflage da ist, ich brauche rund um die Uhr Strom,
auch in der Nacht, wenn keine Sonne scheint, dann können solarthermische Kraftwerke punkten. Grundsätzlich sind die eher teurer und PV ist günstiger und deswegen wird fast kein solarthermisches Kraftwerk gebaut derzeit und sehr viel Photovoltaik. Okay, ich sehe gerade, es gibt noch so viele Fragen, die werden wir wahrscheinlich einfach mal ein bisschen aufbereiten und vielleicht nochmal online stellen bei Gelegenheit. Ich kann es kurz vielleicht, ich sehe es jetzt, die Fragen, ganz kurz vielleicht so mit wenigen Sätzen darauf eingehen. Also welche Möglichkeiten haben Ölscheichs in Zukunft sich umzustellen? Zum Beispiel Saudi-Arabien investiert, wie ich gezeigt habe, massiv in Solarenergie. Also sowohl in die Ausbildung, Forschungsinstitute, Universitäten und Firmen und Investitionen. Also eine Möglichkeit. Sind jetzt Saudi-Arabien als Beispiel. Andere Länder, Venezuela hat ein Riesenproblem, wie einige von Ihnen wissen wahrscheinlich, haben ein Riesenproblem. Jetzt, die haben einen sehr hohen Ölproduktionskosten, gibt wenig Alternativen dort in Richtung andere Industrien und so weiter. Also ja, und so weiter. Jetzt müssten wir jetzt länderspezifisch sich anschauen. Man muss einfach die Wirtschaft diversifizieren, weg vom Öl. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Ne? Na, es ist aber jetzt, also das wäre vielleicht noch eine allgemeine Frage. Ist es Ihrer Ansicht nach möglich oder wie lange dauert es, dass man wirklich komplett von oder erneuerbaren Energien versorgt werden? Ist es realistisch mit dem 1,5-Grad-Ziel? Das ist wieder eine andere Frage, das ist jetzt eher klimatologischer, aber ich denke jetzt rein in den Umbau des Energiesystems und technische Möglichkeiten und so weiter, denke ich, ist es möglich, wenn der politische Wille da ist, bis 2050. Denke ich schon. Möglich ist es. Wenn der Wille da ist. Ja. Und am Geld scheitert sicher nicht. Und auch an der Technik nicht mehr, wie wir jetzt gesehen haben. Es ist rein der politische Wille. Und welche Lobbys setzen sich durch? Ist die Atomlobby bzw. die fossile Lobby so stark, dass sie das noch raus verzögern kann über noch zusätzliche Jahrzehnte? Erlaubt man Bohrungen, Öl-Offshore-Bohrungen in der Arktis? Erlaubt man solche Dinge jetzt zum Beispiel Brasilien offshore und so weiter? Das ist rein politisch. Und weil an den Kosten liegt es nicht mehr. Wir wissen ja, dass auch dreistellige Milliardenbeträge an Förderungen in die fossile Energie gehen, weltweit noch, pro Jahr. Immer noch, ja. Das ist rein politisch. Wenn es das nicht gäbe, wäre die Transformation viel schneller. Das heißt, da gibt es noch unglaubliche Beharrungskräfte auf Seiten der fossilen Energie, die das Ganze hinauszögern wollen, solange es geht. Die wollen noch so lange wie möglich Geld verdienen. Und dann würde ich mich an der Stelle nochmal bedanken. Wir können noch trotz 10 Minuten einfach weiter im Chat diskutieren, aber auf jeden Fall mal den Livestream ausmachen und vielen Dank für den Vortrag. Wir sehen uns beim nächsten Mal, 9.11. beim nächsten Vortrag und der Rest kann gerne noch im Zoom bleiben. Die Fragen werden wir noch zusehen oder vielleicht einfach uns eine E-Mail schreiben und dann sehen wir zu, dass wir die Fragen nochmal online vielleicht mit ein paar Stichpunkten beantworten. Dankeschön. Danke ebenfalls.